Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roman Total War 2 mit Makedonien. Wir versuchen Alexander den Großen gleich zu tun und genau sein Reich wieder so aufzubauen, wie er vorgegangen ist. Das Problem ist wie, immer noch Pergamon. Das ist unser Klientelkönigtum und die breiten sich zu sehr aus. Aber das ignorieren wir jetzt einfach und gehen nach Ägypten. Und Alexander ist quasi in Alexandria sehr lange geblieben. Hat da ja die Hauptstadt zum Blühen gebracht, beziehungsweise die neue Hauptstadt. Und hat hier so einen Kreis gemacht um den Nil herum und ist dann hier, hat er weiter erobert. Und Sparta wurde von den Römern zurückgedrängt. Das ist sehr interessant. Das ist wirklich interessant. Und genau, hier müssen wir uns mit den großen Parthien rumschlagen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Und wir müssen schauen, dass wir zu Hause... ja, wieder mehr auf die Wirtschaft schauen, beziehungsweise auf die öffentliche Ordnung. Der hat nix, oder bekommt er was? Ich weiß es nicht. Er bekommt nix. Wie sieht's bei dir aus? Du bekommst was. Und zwar schöne Autorität. So. Risiko nur noch 19%. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe einige Kinder. Warte. Die kann ich aber nicht... Ah, die kann ich verheiraten. Das ist gut. Tüchtige Ehefrau. Natürlich ist ja mein Kind. Und religiöser Ehemann ist auch ganz gut. So, aber... In der Familie. Einige Leute fehlen die traditionelle Anzahl Großeltern. Hä? Was soll das denn bedeuten? Den bauschen wir mal ein bisschen auf. Und die pushen wir auch mal. So. Dann hoffen wir mal, dass wir neue Kinder bekommen. Und weiter. So, gut. So. Das Interessante könnte sein, dass Rom zu der Zeit überhaupt keine Probleme gemacht hat, weil, naja, Rom war noch in den Kinderschuhen, als Alexander groß geworden ist. Und, ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil zuwerfen würde. Nun klettert ihr an Bord. Ach, wir haben mit dem Krieg. Warte mal. Nein. Warte, klingt ihr? Okay. Den habe ich. Die haben, glaube ich, gerade mir den Krieg erklärt. Kann das sein? Beziehungsweise, ich habe, glaube ich, die Insel erobert und dann hat er sie zurückerobert. Aber egal, hey. Jetzt habe ich da keinen Stress mehr. So. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Also 93% Kultur ist schon mal gut. 100 ist besser. Aber die geht hoch. Döp. Ich brauche hier öffentliche Ordnung. Problem ist... Kein Problem. Gut. Bündnis geschlossen. Baubericht. Bevölkerungsüberschuss. Ach da. Sehr schön. Haushalt erweitert sich. Frieden verhandelt. Gut. Ich glaube, ich bin jetzt nur noch vertrauenswürdig hier. Schade.
Weil ich mit dem Frieden geschlossen habe. Das ist halt so lustig, dass ich dann eben Einbußungen habe, weil ich Frieden geschlossen habe. Das ist ein bisschen blöd. So. Warte, öffentliche Ordnung, Korruption. Steuersatz ist auch immer ganz gut eigentlich. Baukosten brauche ich gerade nicht. Aber Stadia und Odeon ist eigentlich auch ganz gut. Cool. Wie weit bin ich hier eigentlich? Ja, schon ziemlich weit. Bewegungsreichweite. Hier habe ich auch. Schon die Schmieden. Hoplitenkaserne. Wie gesagt, gerade brauche ich eher die öffentliche Ordnung, die gerade bei 12 ist, weil hier ist sie bei 12. Wieso ist sie plötzlich auf 12? Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Hier ist sie noch bei minus 1. Hier ist sie bei auch minus 1. Hier ist sie auf plus 12. Sehr krass. Dann kann ich hier weiter marschieren. Warte, Gewaltmarsch. Jetzt ist er da bei 4. Das ist noch völlig in Ordnung. So, bei der Armee Richtung Süden. Und da ist es 1. Dann mache ich hier noch was für die öffentliche Ordnung. Aber was? Da baue ich eigentlich schon den da. Genau, das baue ich hier. Okay, dann baue ich erstmal das da. Also einfach als Lückenfüller. Weil wenn ich da zu lange warte, bekomme ich da krasse Probleme mit einem. Warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Was ist hier am besten? Manufaktur brauche ich eigentlich nicht, aber Handel ist. Lokalen Handel. Ja, okay. Elendsviertel bekommt man dann. Und ein Gehöft ist relativ günstig und eben erstmal ein Lückenfüller. Minus 4, da habe ich genug gerade. Könnte ich hier eigentlich nach Brundinsium gehen, aber das ist nicht das Richtige. Das hat ja Alexander nicht so gemacht. So, hier haben wir gerade plus 4. Sklaven- und Gebäudeverarmung. Ja, aber da mache ich ja gerade ein öffentliches Forum. Forum, Forum, Forum. Und warte. Ja. Das ist nicht mein Mann. Das ist nicht mein Mann. Ah, Spiel unvergessen. So ärgerlich. Waren die Pater in Italien? Was geht denn mit denen schief? Nee, das kann doch nicht sein. Ich will sehen. Ja, ist ja gut, ich will sehen. Meine Tochter wird erwachsen. Rang erhöht, das ist sehr schön. Nee, okay. Ich dachte, da wären gerade.
dachte, da wäre gerade ein... Junge, Junge. Warte mal. Das muss ich jetzt aber flott aufstellen. Hier. Eine... Hier eine kleine. Und der schaut sich jedes Mal später an. Nächste Runde. Weil ich hätte... Ich könnte schwören, dass da... Die Pater waren. So, der hat auch noch bekommen, das ist sehr gut. Auch mal Unterhaltung, ne? Und hier ist minus 2 immer noch. Immer noch minus 2. Das gefällt mir nicht. Aber das bleibt erstmal hier plus 5. Das ist ganz gut. Und 15. Das ist völlig in Ordnung. So, jetzt hat aber Spione, bitte waltet eures Amtes. Wer ist das? Auch Partien. Das ist alles Partien hier. Okay. Okay, die Seleukiden sind echt bis hier runter vertrieben worden. Das ist okay. Das ist heftig. Gut, dann mache ich mal nächste Runde. Ich könnte auch den General von den Feinden, also in meiner Flotte, könnte ich mal austauschen gegen einen von meinem, von meiner Familie, weil wenn es zum Bürgerkrieg kommt, dann haben die eine fette Flotte und das will ich nicht. An sich könnte ich die Flotte jetzt auch aufheben. Wegtun, weil die brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Mission erfolgreich. Konstruktion. Rang erhöht. So, warte mal. Okay, warte. Weil das würde mir... das würde mir wehtun, weil die ist eigentlich schon ganz gut. Das ist der Familienoberhaupt von denen. Ersetzen. Okay. Und dann will ich hier oben. Ah, jetzt habe ich da plus 2. Das ist sehr schön. Das ist super. Jetzt habe ich überall positive. Okay. Warte mal, dann gehe ich mit dem mal nach Pella zurück. Und... Ah, das kann ich erst nächste Runde wieder. Gut, dann setze ich da einen feindlichen General rein. Wie ich schon automatisch sage, feindlichen General. Warte mal, Pergamon zofft sich jetzt mit Armenien. Das ist interessant. Aber warum? Warum zoffen die sich jetzt mit Armenien? Pater, Pater.
Kolchis. Nabatea. Ach krass, die haben das da. Ein Kusch ist bis hier oben. Okay. Alles. Pergamana sieht die doch gar nicht. Naja, egal. Jetzt brauche ich aber mal Verbündete. Hä? Wieso mögen die mich nicht? Abkommen mit Knossos, also minus 18, ja, okay. Ich werde mir eure Worte anhören. Super. Sehr gut. Wir nehmen an und danken. Kolchis? Tretet ein, Freund, und sprecht. Ach komm. Handel ist eine schlechte Idee. Das einfache Volk soll sich nicht vor dem Marktplatz fürchten. Ach. Na gut. Mein Volk ist reich an Intellekt und braucht eure Waren nicht für materiellen Wohlstand. Ah, ich weiß nicht. Seid gegrüßt. Ach komm, wir haben Eisen. Wir wollen euren Tand nicht. Wir mögen ehrliche, männliche Ware. Ja, also. Ihr segnet unser... Minus. Was hat die da im Gesicht? Partien. Ah, die mögen mich, aber das wird sich bald ändern. Warte, wo waren die jetzt? Da, Kolchis? Seid gegrüßt, mein Freund. Sprecht, und wenn es meinem Volk zugute kommt, werden wir Okay. Auf unseren Märkten würdet ihr nicht viel verkaufen. Unser Volk ist recht kultiviert und klug, müsst ihr wissen. Schau mal, ihr habt Wein. Wir haben Holz, wir haben Blei, wir haben Glas, wir haben Wein, wir haben Eisen und Marmor. Tzuh. Baba. So, Alexander Stolz hat noch was. Der Lally. Okay, was... Also, hier können wir noch die Rekrutierungskosten senken. Erfahrung, Infanterie oder ja, das da. Angriffsbonus für alle Kavallerieeinheiten. Ich will ja sehr viel Kavallerie machen. Banner heben, sammeln. Aber hier habe ich, hat der General halt mehr Skill. Der ist schon 55, das ist nicht so toll. Naja, dann trinken wir mal. Ah, ich habe die schon wieder vergessen. Ich habe wirklich gedacht, dass da die Pater sind, aber wie hätten die da hochgehen können? Im Krieg werden wir ehrbare Feinde sein. Seid gewiss, mein ehemaliger Freund, dass Dunkelheit und Verzweiflung über euer Volk fallen werden. Armenien? Nee, Knossos. Knossos würde sich gegen mich stellen und das will ich nicht. Aber Pergamon kann ich jetzt sagen, dass sie sich auf Armenien konzentrieren sollen. Nach Hause zurückgekehrt, Politiker. Meine Tochter wird erwachsen. Okay, warte, dann. Wir machen mal zuerst das da, sonst vergesse ich das wieder. Alter, hier ist schon wieder eine Fullstack-Armee. Aber nicht so eine gute. Ah, okay. Der ist doch nicht so weit runtergekommen. Armenien, aber Galatien und
Partien trennen uns noch. Ah, da brauche ich keine Sorge zu machen. So. Gut. Was ist denn los? Ein Mitglied eurer Familie hat beträchtliche Schulden angehäuft. Seine Taten haben ihn und der ganzen Familie große Schande gemacht. Schulden bezahlen. Hm. 500 kostet es. Na komm. Intelligenter Mann? Verschwenderische Frau. Nee, das kostet zu viel. Diplomatie, du da. Ey, du magst mich. Sprecht, mein Freund. Entlastet euch der Diplomatie, damit wir nach der Art einfacher, ehrlicher Männer zu einer Übereinkunft kommen. Ich schlage einen einfachen Vertrag vor, zwischen gleichgestellten Freunden. Von diesem Angebot profitieren alle. Da muss ich gerade nochmal überlegen. Das Problem ist, dass die da mit Partien unter einer Decke sind. Ich muss da durch. Das wird heftig. Warte mal, dann schicke ich mal. Nee, ich schicke keinen von beiden nach Hause. Ich baue dann hier eine neue Streitmacht auf. Jerusalem. Ich muss mal erstmal schauen, was für Armeen er hier hat, bevor ich weiter marschiere. An sich ist es ja. Also an sich werde ich mit Partien eh früher oder später am Krieg führen, aber jetzt noch nicht, weil ich glaube, ich brauche beide Armeen hier unten, damit wir halt hier schnell fertig werden. Und dann kann ich nach Partien gehen. Wenn ich jetzt mit Partien auch Krieg anfange und beide Armeen runterschicke, dann kann da hier sehr schön
Stau machen. Naja, gut, das werden wir in der nächsten Folge aber erst herausfinden. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Jetzt wird es langsam spannend, vor allen Dingen, weil Partien halt so richtig groß sind. Ich hoffe, da werden wir einige fette Schlachten sehen. Also dann, bis dann. Macht's gut. Bye.